Erwartung. Gespannte Stille. Was kommt? Wird es berühren? Etwas verändern? Kann ich Hoffnung darauf setzen? Erwartungen lagen auf ihm. Ersehnter Erlöser, umfassender Veränderer, alleiniger Retter und Kind in der Krippe. Erwartungen, enttäuscht, zerschlagen, ernüchtert, zunächst, doch dann ganz anders als gedacht. Mensch und Gott, nahbar und unbegreiflich, jenseits aller Erwartungen. Messias. Thank you.
furchteinflößend, mächtig, gewaltig. Feuer kann zerstören, vernichten, nichts mehr lassen, wie es war. Einladend, schützend, reinigend. Feuer kann wärmen, Vertrauen schaffen, Täuschung aufdecken, auf Wesentliches reduzieren, ans Licht bringen. Wahrheit, die nicht immer beliebt, die ich zunächst nicht hören, nicht wahrhaben will. Wahrheit, die entlarvt, ohne bloßzustellen, die reinigt, befreit, Raum schafft für Wesentliches, Beständiges und Neues. Enttäuschung im Angesicht Gottes.
Namen, Bilder, Beschreibungen. Versuche, Unfassbares einzufangen. Kind und Herrscher, Lamm und Retter, Liebender und Leidender. Gottes Charakter nur in Gegensätzen denkbar. Erwartung erfüllt im Kontrast. Herausfordernd, auch heute noch. Ein Kind stellt Herrscher in Frage. Friedfertigkeit nimmt der Gewalt die Macht. Verletzlichkeit bewirkt Veränderung. Liebe steckt im Leiden. Leben trotzt dem Tod. And follow me.
gell, dass dieser Song immer wieder funktioniert. Ist einfach ein guter Song. Schon vor 200 Jahren. Ja, da war der wahrscheinlich irgendwie Top 1 in überall. And I know that I'm not alone.
Ich muss das, leider die Stimmung irgendwie mit ein paar Sachen, mit Worten mal wieder stören. Sind eigentlich keine schlimmen Worte, sind schöne Worte, aber sind halt Worte ohne Musik. Und eigentlich müsste... Genau, ich singe jetzt die Ansagen. Nee, das wollte ich nicht weglassen. Ich möchte Danke sagen. Und das soll ja einigermaßen klingen. Es gibt relativ viele Dankeschöne diesmal. Von daher möchte ich euch bitten, gebündelt zu klatschen, immer wenn ich sage. Ist dann total natürlich, dann, aber sonst kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Danke an die Technik, an Florian Witzer für den Ton und an Jan-Viktor Grille fürs Licht. Danke an Teugun Kerali, der den Abend aufgezeichnet hat, wie den gestrigen auch. Wenn was Gescheites dabei ist, könnt ihr im nächsten Jahr eine CD von den beiden Abenden kaufen. Hervorragend. Wart ihr schon mal bei so einer Fernsehsendung im Studio? War schon mal jemand da drin? Ich hatte auch einmal das Glück oder wie auch immer. Und dann kriegt man ja genau gesagt, wer klatschen soll und wann und wie laut. Das fiel mir nur gerade dazu ein. Eigentlich ist es, finde ich immer, sollt ihr doch klatschen, wollt ihr bald. Aber wir ziehen das jetzt so durch. Danke an alle Solisten und Solistinnen. Wir sind schon Jahre stolz drauf, dass sie alle aus unserem Chor kommen. Ich nenne jetzt alle Namen hintereinander. Und dann seid ihr wieder dran. Danke an Pitkai Hornev, danke Sarce Friusella Rissi, danke Juliane Eberwein, Justina Levaneite, danke Miriam Seibold, Katharina Gaffor-Sade, Maren Jahn, Nathalie Lewandowski, Nadine Schwertfeger, Nadja Alexan. Okay, wer war das? Volker Schäuber, Khadija Kurs, Nathalie Petrovic, Katharina Tomlinson. Ach, das ist die Ecke, Nathalie und Nadja. Okay. Sina Flüge und Micha Braun, vielen Dank euch allen. Viele Menschen, die bei einem solchen Projekt im Hintergrund arbeiten, danke dafür. Danke für Getränke und fürs Essen sorgen, sich um Plakate, Flyer und Fotos kümmern, die während... Der Satz hat anders angefangen, jetzt komme ich nicht zu. Danke, die sich während der Konzerte für die Sicherheit, um die Sicherheit bemühen und Podeste aufbauen und abbauen. Und danke denen, die hinterher alles wieder aufräumen. Vielen Dank dafür. Wir wollen seit Anfang an, dass jeder und jede unsere Konzerte besuchen kann. Das heißt, wir nehmen seither keinen Eintritt und wir möchten sehr gerne, dass es so bleibt, weil nicht für alle sind Beträge unterschiedlich viel wert. Für uns als Veranstalter ist so ein Konzert leider nicht kostenlos. Musiker, Sicherheitspersonal, Strom, Heizung, ihr wisst, was jetzt kommt. Am Ausgang stehen auch heute wieder Menschen mit Spendenkörben. Wir freuen uns, wenn ihr auch finanziell unsere Arbeit unterstützt. Es ist immer noch so, dass 2/3 dessen, was wir ausgeben, von Spenden über Spenden reinkommt. Obwohl wir mittlerweile Gesamtkirche angehören und auch von der Stadt Stuttgart gefördert werden. Nichtsdestotrotz, 2/3 kommt vom Chor und von euch. Vielleicht so als Anhaltspunkt, weil wir dann immer wieder, was kostet ein Cocktail mittlerweile, gell? Oder was kostet ein Kinoabend? Also vielen Dank fürs Geben. Je nachdem, was ihr noch trinkt heute Abend.
In diesem Projekt haben wir uns, und die möchte ich jetzt auch noch nennen, an so einem Abend über Geldgeber gefreut, dass speziell dieses Projekt Songs from Messiah unterstützt haben. Herzlichen Dank an die Berthold Leibinger Stiftung, die Martin Schmelzel Stiftung, die Bosch Mitarbeiterinitiative Sense for Help und den Bezirksbeirat Stuttgart Ost. Vielen Dank. Nur noch ein Zettel. Danke an unsere wunderbare Band. Ein Neuling ist auch gekommen. Danke an Alexander Pfeiffer am Klavier, an Samuel Brandt an den Drums, an Lukas Kapaun, Bass, Matthias Hüsten, Gitarre, Benjamin Lindner, Flügelhorn und Trompete, Andreas Franke, Saxophon und Uli Röser, Posaune. Weil ich finde, dass der heute Abend tatsächlich ein extra Dankeschön und ein extra Applaus für den Cornelius Schock, der alle die Songs geschrieben hat. Das gab es ja vorher nicht. Also normalerweise singen wir ja so Gospel, so nachgemacht, aus mehr oder weniger weit weg. Da weiß man aber, dass es funktioniert. Bei so eigenen Sachen weiß man das nicht. Das ist schon eine krasse Übung. Danke auch euch, die ihr dabei geblieben seid, bis zum Schluss, fürs gemeinsame Proben, fürs Singen. War sehr fett, sehr dicht an vielen, vielen Stellen. Vielen Dank. Schön viel war, ich komme nicht drum rum, euch einzuladen, singen bei Gospel im Osten auszuprobieren, selber auszuprobieren. Ich glaube, das ist tatsächlich was anderes, ob ihr sitzt und hört oder ob ihr selber singt. Dieser Chor lebt davon, dass viele Sängerinnen ihm treu und schon lange Jahre zugetan sind, aber er lebt eben auch vom Einladen und vom immer wieder Einlassen auf neue Gesichter, Charaktere, Menschen. Wir möchten keine geschlossene Gesellschaft werden, auch wenn es herausfordernd ist. Aber wir möchten keine Gesellschaft werden, die keinen Platz oder keine Lust auf Fremde oder Fremdes oder Neue oder Ungewohntes hat. Deswegen herzliche Einladung. Im Sommer singen wir wieder. Wir singen ab Frühjahr wieder. Auf den Sommer hin. Das da. Projekt beginnt am 17. März und endet im Sommer vor der Villa Berg mit einem hoffentlich großen Open-Air-Gottesdienst. Und zuletzt, in 4 Wochen ist Weihnachten, wir haben hinten einen großen Stand mit Weihnachtsgeschenken, die ihr euch schon mal für eure Lieben besorgen könnt. Bleibt noch eine Weile, es ist tatsächlich so, dass es im ganzen Raum Getränke gibt, heiße, kalte. Ja, es ist Samstag, gell?
Das Geld für den Cocktail könnt ihr hier lassen. Und zuletzt, morgen ist bei den Evangelischen, zumindest Kirchenwahl, nutzt die Möglichkeit zu wählen. Ein letzter Song, jetzt war kein Applaus mehr vorgesehen. Ein letzter Song noch, If God Before Us, weil Gott für uns ist. Guter Adventszeit euch. Just